sei die Funktion f von x gleich ln Quadrat von x geteilt durch x. Erstens, bestimme den Definitionsbereich von f. Zweitens, bestimme die eventuellen Nullstellen von f. Drittens, bestimme die eventuellen Asymptoten des Graphen von f. Viertens, untersuche Steigung und Gefälle von f und charakterisiere die eventuellen Extrema. Fünftens, skizziere den Graphen von f, indem du die Ergebnisse hierüber berücksichtigst. Und sechstens, bestimme den oder die Werte von Beta so, dass die Gerade mit Gleichung y gleich Beta mal x tangent zum Graphen von f ist. Beginnen wir mit erstens mit dem Definitionsbereich dieser Funktion f. Im Zähler sehen wir, dass x streng positiv sein muss und der Nenner x darf nicht 0 sein. Insgesamt bedeutet das also, dass x streng positiv sein muss, also muss x in R0 plus liegen oder auch im Intervall von 0 ausgeschlossen bis plus unendlich. Das ist also der Definitionsbereich dieser Funktion. Kommen wir zu zweitens zu den Nullstellen. Wir suchen also, für welche x-Werte ist f von x gleich 0. Dieser Bruch f von x ist gleich 0, dann und genau dann, wenn der Zähler gleich 0 ist und das Quadrat von einer Zahl ist gleich 0, dann und genau dann, wenn diese Zahl 0 ist. Also f von x gleich 0, dann und genau dann, wenn ln von x 0 ist. Wir kennen den Graphen der Funktion natürlicher Logarithmus und wir wissen, dass die einzige Nullstelle für ln die 1 ist. Also ln von x ist gleich 0, dann und genau dann, wenn x 1 ist. Kommen wir jetzt zu den Asymptoten. Zuerst vertikale Asymptoten. Je nach dem Definitionsbereich der Funktion f, den wir gerade bestimmt haben, macht es Sinn, den Grenzwert von f von x, wenn x gegen 0 plus strebt, zu berechnen, denn hier können wir hoffen, einen unendlichen Grenzwert zu finden. Um diesen Grenzwert zu berechnen, schreiben wir diesen Bruch zuerst um in dieses Produkt. Warum? Weil, wenn wir jetzt x durch 0 plus ersetzen, erhalten wir hier 1 geteilt durch 0 plus, das heißt plus unendlich, und hier auch plus unendlich. Wir erhalten so also plus unendlich mal plus unendlich, das heißt plus unendlich. Da wir bei 0 einen unendlichen Grenzwert für f finden, hat diese Funktion eine vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich 0. Präziser, x gleich 0 plus. Horizontale Asymptote. Wir suchen den Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt. Bei minus unendlich macht das keinen Sinn, weil unsere Funktion bei minus unendlich nicht definiert ist. Also rechnen wir diesen Grenzwert. Ersetzen wir x da und da durch plus unendlich, so erhalten wir die Unbestimmtheit plus unendlich geteilt durch plus unendlich. Um diese zu beheben, können wir den Satz von de L'Hôpital einsetzen, denn wir sind in dessen Hypothesen. L'Hôpital besagt, leite oben ab und leite unten ab und berechne dann den Grenzwert, wenn x gegen plus unendlich strebt. Die Ableitung von ln² von x, das ist 2 mal ln von x mal 1 geteilt durch x, und die Ableitung von x, das ist 1. Was also zu berechnen bleibt, ist 2 mal
dieser Grenzwert, wenn wir jetzt x da und da nochmal durch plus unendlich ersetzen, so erhalten wir wieder diese Unbestimmtheit. Eine zweite Anwendung vom Lehrsatz von de l'Hôpital führt dann zu diesem Grenzwert, denn die Ableitung von ln von x, das ist 1 auf x, und die Ableitung von x, das ist 1. Wir müssen also zweimal diesen Grenzwert berechnen. Jetzt ersetzen wir wieder x durch plus unendlich und erhalten so die Konstante 1 geteilt durch plus unendlich. Das macht 0. So erhalten wir 2 mal 0, das heißt 0. Bei plus unendlich hat die Funktion f also einen endlichen Grenzwert, das heißt eine Zahl. Und somit hat die Funktion f eine horizontale Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich diese 0. Jetzt träge Asymptote. Da wir bei plus unendlich eine horizontale Asymptote haben, kann die Funktion bei plus unendlich keine träge Asymptote haben und bei minus unendlich macht es keinen Sinn, da diese Funktion bei minus unendlich ja nicht definiert ist. Um Zeigung, Gefälle und Extrema von f zu untersuchen, berechnen wir zuerst die Ableitung von f, das heißt die Ableitung von diesem Bruch. Die Ableitung von einem Bruch wird berechnet durch Ableitung des Zählers, also 2 mal ln von x mal 1 auf x mal Nenner x minus Zähler ln² von x mal Ableitung des Nenners, also 1, geteilt durch Nenner hoch 2, Nenner im Quadrat. F' von x ergibt also diesen Bruch, wovon wir sofort eine Zeichentabelle erstellen. Da wir den Graphen von ln genauestens kennen, wissen wir, dass ln von x nur bei 1 0 wird, daher dieser besondere Wert. X² wird 0 bei 0, daher dieser Wert. Und 2 minus ln von x wird 0 bei e². Wieso? Weil 2 minus ln von x ist gleich 0, dann und genau dann, wenn ln von x 2 ist. Jetzt nehmen wir e hoch an beiden Seiten und finden, dass 2 minus ln von x 0 ergibt, dann und genau dann, wenn x gleich e² ist. Daher also dieser besondere Wert. Schreiben wir jetzt die Zeichenzeile für ln von x, die hier in dieser Zeichnung sofort abzulesen ist. Jetzt die Zeichenzeile für 2 minus ln von x ist diese. Bei 0 ist ln von x nicht definiert. Zwischen 0 und 1, zwischen 0 und 1 ist ln von x streng negativ, also ist 2 minus diese streng negative Zahl eine streng positive Zahl, daher diese 2 und so weiter. X² ist 0 bei 0, ansonsten immer streng positiv. Also Schlussfolgerung bezüglich f' von x ist diese. Bei 0 nicht definiert, zwischen 0 und 1, minus mal plus geteilt durch plus ist minus, bei 1, 0 mal 2 geteilt durch plus macht 0, zwischen 1 und e², plus mal plus geteilt durch plus macht plus, bei e² macht es 0 und rechts von e² macht es minus. Also f von x ist bei 0 nicht definiert. Überall da, wo f' streng negativ ist, fällt die Funktion f. Überall da, wo f' streng positiv ist, steigt die Funktion f.
Und daraus können wir schließen, dass die Funktion bei 1 ein Minimum hat, die Tangente gibt's und sie ist horizontal. Also da haben wir ein Minimum und zwar am Punkt 1 f von 1. Und wir wissen, dass f von 1 0 ist. Bei e Quadrat haben wir aus denselben Gründen ein Maximum. Und das Bild von e Quadrat durch die Funktion f berechnen wir separat. F von e Quadrat, das ist ln im Quadrat von e Quadrat geteilt durch e Quadrat, also so. Ln von e im Quadrat, dieser Exponent 2 darf nach vorne, das ergibt also 2 mal ln von e. Und da ln von e 1 ist, erhalten wir als Zähler 2 im Quadrat, das heißt 4. Der Nenner ist e Quadrat. Also das Bild von e Quadrat, das ist 4 auf e Quadrat. Kommen wir jetzt zum Graphen der Funktion f. Der Definitionsbereich von f, das ist das Intervall von 0 ausgeschlossen bis plus unendlich, natürlich auch ausgeschlossen, was also bedeutet, dass die negativen Zahlen kein Bild haben. Und demzufolge können wir diese Zone hier schraffieren. Der Graph der Funktion kann sich nicht hier befinden. Wir wissen, dass x streng positiv sein muss, also muss dieser Bruch, das f von x, größer gleich 0 sein. Was bedeutet, der Graph kann sich auch nicht unterhalb der x-Achse befinden. Also können wir auch diese Zone graphieren. Der Graph der Funktion muss sich in diesem Feld befinden. Als Schnittpunkt mit der x-Achse haben wir den Punkt 1, 0 gefunden, diesen. Wir haben auch zwei Asymptoten gefunden. Die vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich 0 sowie die horizontale Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich 0. Wir haben auch diese Tabelle erstellt. Dieser Tabelle entnehmen wir, dass die Funktion f bei 1, 0 ein Minimum erreicht. Das bedeutet, dass dieser Punkt ein Minimum ist. Das ist ein Tiefpunkt der Funktion f. Der Punkt mit Koordinate e Quadrat 4 auf e Quadrat ist ein Maximum der Funktion, ein Hochpunkt. Also hier haben wir einen Hochpunkt. Je nach Steigung und Gefälle erkennen wir in der Tabelle, die Funktion kommt von dieser vertikalen Asymptote, fällt bis zum Minimum, dann steigt sie wieder bis zum Maximum und danach fällt sie wieder zu der horizontalen Asymptoten hin. Also muss der Graph dieser Funktion diese Form haben. Kommen wir jetzt zu Punkt 6. Wenn ein Punkt P mit Koordinate m, f von m zum Graphen dieser Funktion gehört, dann muss die Tangente an diesem Punkt P diese kartesische Gleichung haben. Es ist y minus die Ordinate vom Punkt gleich zum Steigungsfaktor der Tangenten, das heißt f' von m, mal x minus die Abszisse m von diesem Punkt. Also die kartesische Gleichung der Tangenten am Punkt P sieht so aus. Es ist y minus das f von m erhalten wir, indem wir in diesem Bruch x durch m ersetzen. Das f' von x haben wir eben berechnet. F' von x, das ist ln von x mal 2 minus ln von x geteilt durch x². Darin ersetzen wir x an den drei Stellen durch m. Und so erhalten wir diesen Bruch ln von m mal 2 minus ln von m geteilt durch m im Quadrat.
mal x minus die Abszisse vom Punkt M. Damit diese Tangente dieser Art ist, mit kartesischer Gleichung y gleich beta mal x, muss sie den Ursprung 0, 0 enthalten, denn diese Gerade enthält immer den Punkt 0, 0 für egal welchen Wert von beta. Das heißt also, dass 0, 0 diese Gleichung erfüllen muss. Wir schreiben diese Gleichung um, in der wir dann x sowie auch y durch 0 ersetzen. So erhalten wir diese Gleichung, die wir noch etwas einfacher schreiben können. Wenn wir jetzt hier durch m kürzen und dann beide Seiten dieser Gleichung mit minus m multiplizieren, so verschwinden diese Nenner sowie auch diese zwei Minuszeichen und die Gleichung wird dann zu dieser da. Wir setzen alles auf die linke Seite und das führt dann sofort zu diesem Nullprodukt. Das Produkt dieser drei Faktoren ist 0, dann und genau dann, wenn 2 0 ist, was nicht der Fall ist, oder wenn ln von m 0 ist, oder wenn ln von m minus 1 0 ist. Also führt das zu diesen zwei Möglichkeiten. Ln von m ist 0, dann und genau dann, wenn m 1 ist, und ln von m ist 1, dann und genau dann, wenn m e ist. Also haben wir diese zwei Möglichkeiten und somit haben wir zwei Fälle zu betrachten. Wenn m 1 ist, dann wird der Punkt P zum Punkt 1 f von 1, also 1, 0. Nennen wir diesen Punkt A. Der Punkt A mit Koordinate 1, 0 gehört also zu dieser Tangente, die aber auch 0, 0 enthält. Ich versuche das mal hier so einzustellen. Diese Tangente enthält den Punkt, so ungefähr, enthält den Punkt 1, 0 und 0, 0. Das bedeutet, dass ihr Steigungsfaktor 0 ist, weil diese Gerade ja horizontal ist. Der Steigungsfaktor dieser Tangenten ist aber Beta, woraus wir schließen, dass in diesem Fall Beta gleich 0 sein muss. Kommen wir jetzt zum zweiten Fall. Wenn m e ist, dann ist der Punkt P der mit Koordinate e f von e, also e 1 geteilt durch e. Nennen wir diesen Punkt B. Dieser Punkt B gehört zur Tangente. Ich versuche das hier einzustellen. Ich stelle das ein auf Abszisse e. Diese Abszisse ist ja ungefähr 2,7, ungefähr da. Die Ordinate ist dann 1 auf e. Und wir stellen hier effektiv fest, diese Tangente enthält auch den Punkt 0, 0. Die Zahl Beta, die wir suchen, das ist der Steigungsfaktor von dieser Tangente. Also vertikal geteilt durch horizontal. 1 geteilt durch e, geteilt durch e, das macht 1 geteilt durch e Quadrat. Da haben wir also die zweite Möglichkeit für Beta. Die Werte, die hier gefragt wurden, das sind 0 und 1 auf e Quadrat. Wir haben also diese zwei Möglichkeiten gefunden. Und somit ist diese Übung beendet.